Und willkommen zu einer neuen, nicht weiteren Folge von Little Digi-Bürgers. Heute ist nämlich so eine extra Folge. Ich will euch nämlich alle zeigen, ja, was es für Gebiete hier gibt, beziehungsweise was für ja, Häuser es gibt. Wir fangen mit der ersten an hier. Das ist die erste. Das ist nämlich das Stadion da. Hier kann man, glaube ich, Autorennen fahren oder ja. Was sag ich, ja, ich gucke mal eben, was es hier so für Sachen gibt, oder ja. Wir gucken trotzdem mal zusammen, was uns hier so erwartet. Okay. Wie gesagt, hier ist so ein Stadionraum für manche, die auftreten wollen, wie gesagt. Oder auch die ganz coolen oder die ganzen Leute, da, die Bock drauf haben, ja, einen Wettkampf zu machen. Und dann fahren sie Autorennen oder auch Auto, was auch immer. Oder fahren mit ihren Panzer hier, ich weiß nicht, wie das heißt, aber gut. Dann gehen wir auch jetzt hier rein in das zweite Gebiet, nämlich in die Werkstatt. Auch eine ganz geile Sache eigentlich hier. Ja, das ist hier auch ein Raum, wie ihr seht, aber das ist ein Werkstoffhof. Und man macht hier nicht mehr als Tanz oder was auch immer. Die Frau oder der Mann hier, der tanzt rum. Und die tanzt rum, was auch immer. Ist egal, hier gibt es nichts Interessantes. Hier gibt es so einen Werkstoffhof. Ist wohl für Müll, was auch immer, was soll's. Und hier ist die Hyper-VR Arena. Die ist auch sehr interessant, Leute, das sag ich mal so, die ist auch echt interessant. Hier kann man wohl ein Minispiel spielen, doch, ich weiß noch. Kann man Minispiel spielen, dann kann man irgendwie was gewinnen. Das weiß ich noch, genau. Hier kann man also was gewinnen. Sehr nice, genau. Okay, machen wir weiter hier mit dem wichtigsten Teil, nämlich den Hotel. Das ist meiner Meinung nach auch meine Lieblingsorte. Also es gibt halt auch hier ganz viele Räume im Hotel. Und deswegen ist es eigentlich mein Lieblingsort. Und die ganzen Räume sind auch einfach wundergeil und wunderschön geil. Und deswegen, ja, ist einfach das hier mein Lieblingsort, sag ich mal so. Und die Musik ist auch echt krass hier, die ist so schön. Hier kann man schlafen, also hier ist unser Schlafzimmer, Leute. Hier kann man normalerweise schlafen. Aber ich kann nicht schlafen. Wie gesagt, man kann die auch hier aufhalten, ein bisschen mit den Menschen reden hier, wie ihr seht, genau. Ganz tolle Sachen kann man auf jeden Fall machen hier. Das freut mich. So. Das war's eigentlich hier auch mit dem Hotel. Machen wir weiter mit dem Werkstatthof hier. Ich könnte auch anders rumlaufen, aber was soll's. Habe ich jetzt vergessen. Hier ist nämlich der Werkstatthof. Hier ist der wichtigste Ort eigentlich des Games. Eigentlich hier bauen wir nämlich so Autostrecken oder was auch immer, so Bau. So Baudüsenjets oder auch so elektronische Waren bauen wir hier. Das ist auch sehr toll gemacht. Ja, und das ist einfach das Wichtigste. Ja, was es so gibt. Und hier ist, wie gesagt, der Zugang. Auch zum Hotel. Ist auch echt geil gemacht. Ja, wie gesagt, auch sehr toll gemacht. Ist einfach eigentlich das wichtigste Ortlein, das es so gibt. Und hier ist Mania Farm. Und die ist auch wunderschön, die ist wunderschön. Hier kann man so eine Art die Tiere hier ja, füttern kann man auch einige kann man die füttern, aber ich habe jetzt kein Geld oder auch kein Futter dabei, um jetzt das, wie gesagt, zu leisten. Was soll's. Hier ist ja was, eine Glasperle, sehr nice. Hier so eine Art Gaststätte, glaube ich schon. Also kann man schon sagen, sehr nett die auch. Auch hier in diesem Raum ist sehr nett. Okay. Dann machen wir auch weiter hier mit dem nächsten Raum, nämlich den Dixladen. Der ist auch sehr wichtig. Ich habe nämlich Gegenstände sich bauen lassen von dem doofen Maulwurf. Kann man sich Gegenstände bauen lassen. Wenn wir zum Beispiel ein Auto repariert haben möchten, dann kann man sich hier das reparieren lassen. Okay, weiter geht's mit dem Kaufladen. Hier kann man sich
ja, ganz viele verschiedene Sachen kaufen. Nur heute leider kann man sich keine Sachen kaufen, weil der irgendwie nicht da ist. Ich glaube, man kann sich Mineralien kaufen oder so. So Gegenstände auf jeden Fall für verschiedene Reparaturen oder Reparationen. Okay, dann kommen wir auch jetzt zum Ramaschmarkt. Genau, Leute. Weil Dennis, es gibt die Lage noch Dennis. Na egal. Wer ist da? Shady weg. Wir haben geschlossen. Ah, okay. Warum? Es geht die ganz an. Es ist immerhin noch mein Laden. Komm morgen wieder. Ramschmark. Ramschmark, okay. Aber es gibt eigentlich noch unten, also hier unten gibt es eigentlich noch Dennis Flipperball, was auch immer, das ist aber heute nicht da. Also heute ist er irgendwie nicht da. Der ist nämlich meistens immer hier, aber heute ist er nicht da. Und außerdem ist auch kein Raum, deswegen ist es auch egal. Ich sage jetzt bis zum nächsten Mal und ciao Leute. Tschüss.